Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt mit unserem lieben Geralt von Riva auf Todesmarsch. Wir sind gerade noch immer in... Warte, wählen, das ist jetzt nicht, doch, oder ist es wählen? Doch, immer noch wählen, im Niemandsland sozusagen. Und in der letzten Aufnahme, Sessione, haben wir ein paar Nebenmissionen gemacht. Ich werde mich heute mal darum kümmern, dass wir ein paar Nebenmissionen hier auch machen. Und zwar hier ist ein Anschlagbrett noch. Hier ist noch ein Anschlagbrett. Und da oben ein paar. Gut. Ich werde erstmal mit den unteren anfangen. Und das Gute ist, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Wo ist es? Hier. Ich stehe gerade nicht an so einem Wegpunkt. Ich mache jetzt mal das. Hoppelü. Wie ist das passiert? Ich habe einen kleinen Mod runtergeladen, dass ich jetzt von überall hier mich fortbewegen kann, schnell reisen kann. In Hauptquests sollte man das allerdings nicht machen, wo man gerade nicht schnell reisen kann. Eigentlich, ich kann es jetzt schon, weil man sonst das Spiel dann zum Absturz bringt. Das ist nicht so vorteilhaft. Deswegen zügle ich mich damit mal ein bisschen, dass ich das, soweit es geht, nur die Nebenmissionen benutze und nicht in den Hauptmissionen. Ich weiß ja nie, ob ich da gerade schnell reisen kann oder nicht. Ich spiele das Spiel gerade zum ersten Mal, also blind. Gut. Erstmal hier leggy leggy. Bisschen laden lassen. Map. Ja. Okay. So. Warnung von den Nilfgaardern. Von dem Ältesten oder der Älteste. Hört, hört, gute Leute. Nilfgaarder haben mir einen Besuch abgestattet. Ich soll dem Dorf mitteilen, dass jeder, der den Redanien hilft, aufgeknüpft wird. Ich wollte ihnen sagen, dass ich hier seit den Zeiten König Mädels keine Redanier mehr gesehen habe, doch es war vergebens. Ich mache ihre Warnung also hiermit per Aushang bekannt. So. Von Willem. Willem der V. Schreiber gesucht. Schreiber mit E. Und E, I. Okay. Suche Schreiber zum Verfassen von Nachrichten, zahle ihm Getreide und Essen. Ich verstehe ihn nicht. Wahrscheinlich heißt er Wilhelm und nicht Willem. Mann gesucht. Von wem? Steht nicht dran. Allmächtige Götter. Es reicht. Jede Frau weit und breit hat einen Mann. Nur ich nicht. Wenn du nicht zu alt und nicht zu hässlich bist, ein Feld bestellen kannst, nicht zu viel trinkst, vor allem eine Frau brauchst, dann komm zu Helanda und wir kriegen beide, was wir suchen. Sehr große Ansprüche. Alle sollen es erfahren. Von Verfasser unbekannt. Okay. Gestern Abend hat Nordrada den Löffel abgegeben. Kenne ich nicht. Lange Jahre hat sie auf unser Mitleid gebaut, um Almosen gebettelt und als einsame Witwe ohne Angehörige das ihre eingefordert. Okay. Doch es war alles Lüge. Wir gingen hin, um den Leichnam, nicht Nuscheln, zu bestatten, vorzubereiten, und da fanden wir hinter dem Ofen einen Sack prallvoll mit Getreide, Erbsen und Bohnen, daneben einen Beutel mit Trockenäpfeln und Pilzen. Wir riefen sofort den Ältesten und Folgendes wurde beschlossen. Das Essen wird an alle im Dorf verteilt und Nordrada bekommt kein anständiges Begräbnis, sondern wird mit einem Stein an den Füßen in den Sumpf geworfen, auf das sie niemals Frieden finde. Dies sei allen ein Zeichen, die auf Kosten anderer leben und Essen vor dem Dorf verbergen und Lügen vorschützen. Sie sind verdammt von Menschen und Göttern. Klasse. Ich glaube, das ist meine Mission, dass sie wahrscheinlich jetzt Probleme mit ihr dann haben. Von dem Ältesten wieder. Neue Schnitzerei gesucht. Die Schnitzerei von den Herren am Fluss wurde vom Blitz getroffen und ist verbrannt. Jemand muss eine neue herstellen, bevor unsere guten Wächterinnen zornig werden. Wer das Talent hat, nehme einen Meißel und mache sich ans Werk. Okay. Auftrag Bestie von Ehrendorf. Von... Schon wieder dem Ältesten. Gute Leute, bei unserem schönen Ehrendorf treibt ein gefährliches Spuk, eine Bestie oder ein Teufel sein Unwesen und stiftet Verdruss. Dem Tapferen, der es wagt, den Unhold zu erschlagen, ist nicht nur unsere tiefste Dankbarkeit, sondern auch eine ordentliche Belohnung gewiss. Wer mehr erfahren möchte, suche uns auf Facebook. Nee, suche uns auf. Frage nach Sobimir, dem Ältesten. Jo. Auftrag, die Bestie von Ehrendorf. Was geht da hinter mir ab? Achso, da...
kommen sie alle aus dem Haus raus. So, Bestie von Ehrendorf. Quests. Nebenquests. Bestie von Ehrendorf? Hä? Hexaufträge. Nee. Oh. Level 25 Quest. Na danke. Ist ja voll gebracht, hier alles vorzulesen. So. Wo ist hier noch was? M. Erstmal rauszoomen. Blablabla. Und blub. Plötzlich brauchte ich nicht mehr. Ich kann jetzt überall schnell reisen. Bei meinem Stuhl knarzt. Ah. Ah, schade. Gerade nicht. Nachher. So, und dann mal wieder einen Ladebalken. So. Ich warte erst, bis ich. Alter, leggy, leggy, leggy. Leggy, leggy, leggy. Seit dem neuen Update ist es wieder leggy. Ich spiele jetzt auf Version 1.1.0. Okay, geht's? Passt so? Okay, gut. Jetzt haben wir wieder 60 Frames. Einmal dahin bitte. Jetzt brauche ich plötzlich. Plötze! Warte, so rum. Komm mal her. So. Okay. War nicht hier irgendwo der Waldschrat? Der Level 1000. Ich hoffe nicht. So, dann galoppier mal. Oh mein Gott. Nein, danke. Ich habe gerade Besseres zu tun. Ich habe gerade wirklich Besseres zu tun. Folgst du mal dem Weg, bitte? Dann gibst du mal die Sporen. Das ist ein fucking Viech hinter uns. Wo rennst denn du lange? Automatische Wegfindung vor... Alter. Das ist jetzt zu doof hier. Na? Okay, die wollen doch nicht. Alter. Leggy leggy? Ich weiß gar nicht, was das so krass lädt. Jetzt haben wir 60. Alles klar. Ist ja nicht mehr so weit, hoffe ich. Heute ist irgendwie wieder der Wurm drin. Zuckt voll rum. Speichern. Okay. Ich dachte schon, hier sind wieder Ghoul oder irgendwas. So. Meine Augen, ja, die sind gelb. Kostenloser Hund. Gebe mein Fido an den, der sich um ihn kümmern kann und verspricht, ihn nicht zu essen. Lieber braver Hund, gehorcht dem, der ihn füttert. Aber ich habe kein Futter mehr. Idealer Wachhund für Hof und Garten. Idealer Hütehund auf der Weide. Schläft gerne in der Scheune. Wer ihn nehmen kann, soll zu Baxter kommen. Baxter. Karren zu verkaufen, Heukarren zu verkaufen vom Besitzer. Guter Zustand, kaum gebraucht, Scheunwagen, Matti-Fragen, Mattlackierung. Kirschner sucht Arbeit. Kirschner und Lederer, 20 Jahre Erfahrung, nimmt große und kleine Aufträge an. Warte, das ist Schori Schwarzstrauch. Wie redet der? Macht und repariert feine, auch abgetragene Kleidung. Zuverlässig und pünktlich. Holt das Material ab, liefert die Fertigwaren stets mit einem Lächeln. Ja, ungefähr so. Der Rattenfänger, Alter. Rattenfänger ist in der Gegend. Befreit eure Hütten und Höfe von Mäusen, Ratten und anderen pelzigen Ungeziefer. Gegen geringfügigen Aufpreis, 100 Euro, kümmere ich mich auch um Krabbelfischer. Schnell und wirksam mit den neuesten natürlichen Methoden. Mausefalle. Wo war ich? Hier. Die weder Pflanze noch Nutzfisch haben. Besondere magische Flöte aus Hamelnstein. Vernünftige Preise, Wirksamkeit garantiert. Der Rattenfänger. Ja. Allerlei Flechtwerk von Matri und Töchter. Wie reden die? Oh ja, okay. Flechtwerk aus Weide und Birke. Körbe, Matten und mehr. Wir flechten aus weißer und gefärbter Weide. Mit und ohne Rinde. Auf Anfrage stellen wir auch Möbelbesen und weitere Haushaltsgegenstände her. Natürlich keine Kochtöpfe. Aus Holz. Preisverhandlungssache, Feldfrüchte besonders willkommen. Ja. Was? Kindrische Wandteppiche von Geraldine. Hm. Die redet eigentlich genauso. Oder wie eine Hexe. Tausche drei aufwendige zintrische Wandteppiche gegen Lebensmittel. Vorzugsweise Fleisch, doch auch Gemüse kommt in Frage. Die Teppiche sind neu und ungebraucht. Wunderbarer Stoff mit Leinen... Was? Leinenkettfäden. Okay, kenne ich nicht. Herrliche Wandverzierung. War als Aussteuer für meine Tochter gedacht. Aber die Schwarzen haben sie erwischt, also gibt es keine Hochzeit.
Pech. Okay. Nicht erkundeter Ort. Neue Markierung. Hä? Hier ist ein Händler. Wie viel wiege ich eigentlich? Wieso liegt da Stroh rum? 67. Wieso habe ich eine Stahlwaffe ausgerüstet? Fragen über Fragen. Wo ist der Händler? Hier dran. Okay. Guten Tag. Sogar ein Schmied. Milch, frische Sauermilch, Eier direkt aus dem Stall, ohne Hühner direkt dran. Na danke, Samuel, nichts für mich. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. So, du hast 160 Gold, finde ich schon mal gut. Also, Müll. Nein, das nicht. Die sind kacke. Das ist kacke. Müll. 3500 Floren haben wir inzwischen. Finde ich geil. Ich habe so viele verkackte Runensteine. Ich weiß nicht, wo ich die hin tun soll. Außer ein Schwert reinklopfen. Aber das mache ich erst so ab Level 25 rum. Weil dann, das sind schon fast die High-Elo-Waffen. Und dann kann man sich das mal geben. Ich weiß sowieso nicht, was hier der teuerste Runenstein ist. Der kostet 20. 14. 24, okay. Das schaue ich mir alles mal offscreen ein bisschen an, welche da am besten geeignet sind. So, was habe ich hier noch? Nix. Wie viel wiege ich? 45. Okay. Leb wohl. Bis dann. Ne? Coole Stirn. So. Einmal raus. Okay. Gut, einmal speichern. Wieder Karte öffnen. Wir haben jetzt eigentlich nicht sehr viel geschafft bis jetzt. Ich würde jetzt mehr mal gern irgendwas... alles außer Fragezeichen. Ich mach gern alles, außer Fragezeichen. Also wirklich alles. Ich bück mich wie Geralt. So, einmal wieder Ladebalken. Ich gehe jetzt mal nach Krähenfels und schau dann nochmal aufs schwarze Brett. Da ist auch eine neue Mission. So, erstmal wieder Entlegung. Hoch 10, ey. Ist echt schlimm hier. Okay. Warte. Mit der Maus geht's schneller. So, entleckt. So, wo sind die Wachen, die hier sind? Haben schon wieder Mittagspause, okay. Plötze! So, ich habe jetzt auch mal die ganzen Mods installiert. Ich habe jetzt auch alternative Bewegung. Sehe ich aber nicht sehr, sehr gut raus. Also man sieht es, warte, hier auf Escape. Blub, Option. Steuerung, nee, nicht Steuerungs. Hier. Nein, Spiel. Hier. Ich habe mal das Tutorial jetzt ausgemacht. Ich kann es ja inzwischen. Bewegungsreaktion ist jetzt alternativ. Keine Ahnung, was das heißt. Mach langsam. Wahrscheinlich ein klitzekleiner Bewegungsunterschied drin, den man sowieso nicht raussieht als Laie. Wie gesagt, ich spiele das Spiel nur einmal die Woche. So, wo ist denn hier das schwarze Brett? Verdammt. Ist das oben? Ja, das ist oben. Ich habe auch gesehen, es gibt einen Mod, dass man in Städten jetzt galoppieren darf. Wobei, hier kann ich auch galoppieren. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. So, jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich war die Kurve zu eng. So. Megaleck. Entleggung. Die Götter haben dich geschickt. Leckt immer noch, was soll's. So. Von Butkins. Meine Töchter Heidelbeer, eine liebliche Maid und unser Augapfel starb in diesem Jahr, dem vierten ihres kurzen Lebens. 4 Jahre. Wir begruben sie auf dem Friedhof bei der krummen Birke. Wer ja einen Erdklumpen hinlegen oder eine Kerze anzünden möchte, tue es dort. Auspeitschung. Als Strafe für die Nichterbringung feudaler Leistungen wurden 100 Peitschenhiebe jeweils an folgende Missetäter ausgeteilt. Georg von Schrein. Denn Brottus der Ältere, Mussi Harlin, möge dies als Erinnerung dienen, dass die fütternde Hand auf widerschmutzige Untergebene auch strafend einwirken kann. Okay, von Martha, wir haben 5 neue Welpen, klein und knochig, aber ausreichend für einen Eintopf. Bist du behindert? Ich verkaufe sie für ein paar Kronen je Stück oder tausche sie gegen andere Lebensmittel. Echt jetzt? Welpen? Kochen? Wahrsagerei, ehrlich und hellsichtig. Viele Jahre habe ich hinter mir... Nee, ich muss wie eine Wahrsagerin oder wie ein Wahrsager klingen. Viele Jahre habe ich hinter mir und in jedem davon viel durchgemacht. Nee, das ist so doof. Dafür haben die Götter mir die Gabe des Sehens gewährt. Welche Hand ich auch ansehe, ich habe sogleich Visionen von Schicksal der Hand, ihres Besitzers und all der Dinge, die sie berühren wird.
Manche nennen es Hexerei und wieder natürlich, doch es gibt da eine Begabung wie viele andere. Mancher ist beim Schwimmen unschlagbar, ein anderer weiß trefflich zu fiedeln, wo die meisten der Geige nur Gequietsche und Gekrächzchen locken. Wer sich nicht fürchtet, sein Schicksal zu erfahren, der besuche die alte Rakre. Okay. Doch eine Frau. Da ist es Ellie. Ist es jetzt ein Mann oder eine Frau? Ich habe wahrscheinlich eine Frau. Massagen bei Schmerzen und mehr. Okay. Chiropraktiker. Die starken und geschmeidigen Hände meiner Tochter haben schon vielen geholfen, die von Hexenschuss oder anderen Schmerzen im Rücken geplagt wurden. Sie kamen in Not und gingen erleichtert. Wer von der harten Feldarbeit krumm wie ein überlasteter Ochs sich fühlt, der komme zu unserer Hütte und lasse sich helfen. Ali. PS, verschwendet nicht eure und unsere Zeit mit lüsternem Begehr. Bitte was? Oh! Ich habe jetzt hier nicht mal eine Mission rausbekommen. Was ist denn das? Wieso sind die überhaupt gelb markiert? So, plötzlich geht so brav wie sie ist, wieder an ihren Standardplatz. Oder will mit dem Schmied sprechen, ich habe keine Ahnung. Jo, was geht? So. Den Schmied brauchen wir eigentlich nicht. Klasse. 16 Minuten. Halbzeit. Jetzt machen wir mal was. Fangen wir mal an. Wo ist denn die Hauptquest? Oder ich schaue jetzt erstmal Quests. Herrinnen des Waldes. Gut. Ich mache jetzt mal die Herrinnen. Damit wir heute überhaupt noch was zu sehen bekommen. Wo sind denn die blöden Frauen? Ja. Im Sumpf. Gut. Gott sei Dank muss ich jetzt nicht zum Wegpunkt reiten, der wieder außerhalb von Krenfels ist. Jetzt bin ich wieder hier. Warte. Blitze! Muss ich wieder in die Richtung? Da war ich doch vorhin. Ja, mach hier einen auf. Bergsteiger, Reinhold Messner, Jochen Schweizer. Hallo! Ich komme nicht drauf. So, jetzt. Also, das wird bestimmt auch bei Jochen Schweizer angeboten. Hier, Erlebnisritt auf Plötze durch den Wald, ey. Bleibt bei jedem zweiten Baum hängen. Und hier davon ist wieder das Kackviech. Was ist denn das für ein Level? Will ich gar nicht herausfinden. Okay. Plötze, bewegst du dich mal? Ich drück vorwärts und das macht nichts. Da kommt wieder Pferdepanik. Ach, Level 9. Komm. Kommen sie ran. Junger Mann. So, mal anvisieren. Ich muss mal rausfinden, was sie für eine... Ah, warte. So, und hier mal das da. Was sie für eine... Attack... Hallo? Muss doch mal. Lappen. Komm runter. Komm ran. Ja, ich springe noch direkt vorhin. Ja, Half-Life. Easy. Im Flussbett. Easy. Da wollte er nochmal zustehen. Jetzt verblutet er, komm schon. Verblute. Was, der hat gespuckt? Oder was war das? Ja. Du kannst nichts, du bist ein hässlicher kleiner... So. Wyvernmutter gehen, Drachenschuppen, Wyvernhaut, Wyvernei. Omelette. So. Was bin ich eigentlich für ein Level? Ich glaube 12. Plötzlich stehst du da sehr gut. So. Wenden. Beweg dich. Genau, den kleinen Hang da kommst du nicht hoch. Komm schon. Plötze, please. Do something. Ich mache jetzt nichts. Ich mache jetzt wieder automatische Wegfindung. Ja, jetzt gibt mal ein bisschen mehr Gas. Geradeaus weiter. Finde ich gut. Mega Leggy. Ich glaube seitdem. Halt! Alter, leck das, ey. Das mache ich jetzt übrigens immer so. Wenn es leckt, dann mache ich dieses schnelle Drehen. Heya!
Gut, auf zu den Mumen. Ab hier gehe ich mal zu Fuß. Das ist kein guter Ort für ein Pferd hier. Vor allem für ein... Ja, ertrunken war das doch klar. Ja, gegen den Baum, alles klar. Autsch. So, ich habe jetzt auch... Lass mein Pferd in Ruhe. Drecksviech. So, alternative Kills habe ich natürlich auch drin. Neue Kill-Animationen. Mal schauen, ob wir da mal ein oder zwei jetzt mal zu Gesicht bekommen. Ich habe jetzt auch übrigens die automatische Hilfe für Exekutionen ausgeschaltet. Ja. Also ich muss drei Gegner killen, damit ich einen exekuten kann. Und es geht jetzt auch wieder zurück. Beim letzten Mal sind die stehen geblieben. Das heißt, jetzt nur bei einer richtig schönen Combo hintereinander mache ich auch... Alter, ich dachte schon, da steht was. Mache ich jetzt auch die schönen Slow-Mo-Attacken. So. Kriegt der einen Donut? Hm. Herrinnen des Waldes. Das denn an? Es gibt auch einen Mod, wo man die Schlieren von den Hexersinnen außenrum wegmachen kann. Ich finde, das zerstört aber ein bisschen die Atmosphäre dann. Da hängt was. Ja, ich sehe es. Kann ich hier interagieren? Oder nicht? Hallo? Oder muss ich einfach nur weitergehen? Ja, ich muss einfach nur weitergehen. Hm. Erstmal speichern. Und ich mache hier mal einen dicken Speicherpunkt, weil ich es kann. Ich kann es nicht speichern. Nö. Ja, ich habe hier... Da hängt so Gedöns rum, gut zu wissen. Da auch. Folge dem süßen Pfad. Achso, der süße Pfad, ja, das ist aller Hänsel und Gretel. Ja, da hängt was. Okay, Gummibärchen, Haribo. Mhm. Ja... Ich sehe Trolli. Ja, süßer Pfad. Ich glaube, der geht hier weiter. Ich glaube mal da, wo der Weg ist. Was ist da rechts? Eine Truhe. Nehme ich mit. Dankeschön. Speichern. Da vorne... War was? Jedenfalls auf der Minimap. Okay. Das sieht echt aus wie Hänsel und Gretel hier. Ja. Entleggen! Ja. So wie es Hand auf Blatt macht. Ich glaube, der hat jetzt die Gebäude hier gerade geladen, deswegen hat es geleckt. So, jetzt passiert was. Ein Hund lief in die Küche und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn bluten und zog ihm ab das Fell. Und freute sich jetzt endlich, ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene mene mu, das Feuer, das machst du. Interessanter Reim. Wir kennen dich nicht. Geh weg! Habt ihr schon mal eine aschblonde Frau gesehen? Was macht ihr hier in dem Sumpf? Was Gute macht Frage. Ihr alleine hier draußen? Wir sind nicht alleine. Oma ist doch da. Aber wo seid ihr hergekommen? Wir sind Waisen. Ihr alle? Es ist Krieg, also gibt's Waisen. Wusstest du das nicht? Hm. Ich suche eine Hexe. Ich suche nach den Hexen des Buckelsumpfs. Du siehst selber wie eine Hexe aus. Die... Hexen? Im Sumpf? Nein! Wir dürfen nicht in den Sumpf. Oma erlaubt's nicht.
Als mein Bruder Zemek verschwand, meinte Oma, er hätte sich im Wald verlaufen. Danach hat sie dauernd geweint. Er könnte doch noch wiederkommen. Nee, glaube ich nicht. Habt ihr hier schon mal eine aschblonde Frau gesehen? Eine junge Frau hat sich im Sumpf verirrt. Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören, versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. Reine Qual. Lebt ihr ja ganz allein. Dieses Mädchen ist in Schwierigkeiten. Oma ist doch da, haben sie vorhin gesagt. Wieso soll ich dann hier, lebt ihr allein, fragen? Dieses Mädchen ist in Schwierigkeiten. Hört mal, das Mädchen, das ich suche, ist in Schwierigkeiten. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann vielleicht ihr. Woher weißt du, dass sie hier war? Ich habe gehört, dass sie die Hexen im Sumpf besucht hat. Aber hier gibt's keine Hexen. Hier gibt's nur Frösche. Und Schlangen. Und Hansi. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper, hm? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Ein ganz netter Mensch. So, du sorgst für die Kinder? Du sorgst hier für die Kinder? Sie sind meine Enkel. Oma ist lieb zu uns. Heute Abend gibt's Suppe mit Schwarte. Ein paar haben sich verlaufen. Sie fehlen mir. Weißt du, wo sie sind? Niemand weiß es. Das erinnert mich jetzt sehr an Hänsel und Gretel, bloß die macht da ein kleines Kinderdorf auf, sagt, einer ist verschwunden und dann gibt's Suppe mit Schwarte? Suspicious. Bist du eine der Sumpfhexen? Das ist ich wirklich... Ich hörte, dass im Buckelsumpf... Ich eine Hexe? Quatsch. Ich habe keinen Besen, keine Eule und keine Warze. Ich esse nur Kinder. Meine Nase ist hübsch. Schau. Omas Nase ist wirklich hübsch. Oh, du Schätzchen. Kinder sind so süß. Im Eintopf. Wer ist Hansi? Hansi fraß ein kleines Kätzchen und dann kackte er 4 Tätzchen. Hüte deine Zunge. Die Kinder erzählen vielleicht Geschichten. Ich suche jemanden. Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Hatte. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung, aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter. Meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Hilf. Bitte hilf mir. Ich bin mal nett. Hilf mir bitte. Ich will nur wissen, ob du eine junge Frau mit aschblondem Haar gesehen hast. Was schaut ihr so, Kinder? Wascht euch die Hände, wir gehen Grillen fangen. Von dir erfahre ich wohl nichts. Nein, ich weiß ja auch nichts. Hansi weiß bestimmt was. Er weiß viel. Wenn ich ihn was frage, sagt er, warte, ich kratz mir den Arsch und sag es dir. Pfui, so ein Wort. Was redest du nur? Ab zur Hütte. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Du, verschwinde. Verschwinde! Ja. Es kommt auch noch Nebel. Hä, sind nicht gerade alle ins Haus gegangen? Gut, verschwinde, sagt sie. Schieb mich hier nicht weg. Genri. Genny. Kleines Kackkind. So. Gut, ja, mal schauen, wie es hier bei den Mumen im Buckelsumpf weitergeht. Oder was es mit der Hexe hier auf sich hat. Da ist ein Kind verschwunden. Es gibt heute Eintopf mit Schwarte oder irgendwas mit Schwarte. Ich weiß gar nicht mehr, was ein Eintopf, ich glaube schon. Menschenesser? Mal schauen. Das sehen wir aber erst in der neuen oder nächsten Folge, sprich übermorgen, wenn es wieder heißt. Let's Play The Witcher 3 mit dem lieben Geralt und mir dem Hänger auf Todesmarsch. Ciao, Leute.